bis zum Jahre 1942 denke. Will mir alles so unwirklich scheinen, es war das Leben eine anderen Anne. Ein ganzer Lebensabschnitt ist für immer vorbei. Die sorglosen, unbekümmerten Schultage kehren nie mehr zurück. Hallo, hier ist Ilken. Ich lese gerade das Tagebuch der Anne Frank. Die Stelle gerade erinnert mich sehr an meine Situation vor ein paar Jahren. Da bin ich aus der Türkei nach Deutschland gezogen. Von Ankara nach Karlsruhe. Diese Hoffnungslosigkeit, die aus Annes Eintragung spricht, habe ich damals auch gefühlt. Ein Teil meines Lebens, den ich sehr mochte, war vorbei. Ich musste mein Leben von Grund auf neu ordnen. So ging's auch Anne. Aber sie hatte es noch mit einer viel fieseren Bedrohung zu tun. Nazis an der Macht. Mal schauen. Freitag wachte ich schon um 6 Uhr auf. Das war ganz verständlich. Es war mein Geburtstag. Aber natürlich blieb ich noch im Bett. Es war zu früh, meine Neugierde musste ich bezwingen bis 7:15. Doch länger war's nicht auszuhalten. Um 7 endlich lief ich ins Wohnzimmer, auszupacken die Geschenke. Dich, mein Tagebuch, habe ich sofort gesehen. Es war eines der schönsten Geschenke. Vater und Mutter hatten für mich einen Haufen Geschenke. Das wär's für heute. Wie bin ich froh, dass ich dich habe.
Ein Jude kann vom 1. Januar 1939 ab nicht mehr Betriebsführer im Sinne des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 sein. Zweitens. Ist ein Jude als leitender Angestellter in einem Wirtschaftsunternehmen tätig, so kann ihm mit einer Frist von 6 Wochen gekündigt werden. Mit Ablauf der Kündigungsfrist erlöschen alle Ansprüche des Dienstverpflichteten aus dem gekündigten Vertrage, insbesondere auch Ansprüche auf Versorgungsbezüge und Abfindungen. Paragraph 3. Erstens. Ein Jude kann nicht Mitglied einer Genossenschaft sein. Zweitens. Jüdische Mitglieder von Genossenschaften scheiden zum 31. Dezember 1938 aus. Eine besondere Kündigung ist nicht erforderlich. Der Beauftragte für den Vierjahresplan, Generalfeldmarschall Hermann Göring. Mein Vater darf nicht mehr ins Kontor gehen? Ziemlich viel zu Hause. Er darf nicht mehr ins Kontor gehen. Wie schrecklich muss es sein, sich plötzlich überflüssig fühlen. Erst neulich, als ich mit ihm spazieren ging, fing er an mit mir zu reden über unseren Unterschlupf. Es würde uns sicherlich sehr schwer fallen, abgeschnitten von der Welt zu leben. Wir wollen nicht in die Hände der Faschisten fallen. Aus diesem Grund verschwinden wir von selbst und warten nicht, bis die SS uns abholt. Ach, hoffentlich ist dieser Tag noch im weiter Ferne. Mutter ist zu Van Dans gegangen, um zu besprechen, ob wir nicht schon morgen untertauchen sollten. Das Versteck befindet sich in Vaters Kontor. Van Dans werden auch mit uns verschwinden. Wir werden 7 sein. 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 Thank you.
Samstag, der 11. Juli, in unserem Versteck. Dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Hocken, ich und Peter, auf unsere Kiste im Staub und Gerümpel des Dachbodens. Und wir uns ganz nah sind,
die Schultern aneinander geschmiegt. Und wenn dann die Bäume zu grünen beginnen und nach draußen uns ruft die Sonne, wenn der Himmel so strahlend blau ist, dann spür ich ein großes Verlangen. Glaubst du, dass Vater und Mutter es gut heißen würden, dass ich auf einer Couch sitze und einen Jungen küsse? Ein Junge von 17,5 und ein Mädchen von fast 15. Ich glaube es eigentlich nicht, aber ich muss mich bei dieser Sache auf mich selbst verlassen. Es ist so ruhig und sicher, in seinen Armen zu liegen und zu träumen. Es ist so aufregend, seine Wange an meiner zu fühlen. Als ich gestern bei Peter war, kamen wir auf das Thema Sexualität. Ich weiß auch nicht mehr wie. Ich hatte mir längst vorgenommen, ihn einiges zu fragen. Er weiß alles. Er hat mir erklärt, wie Verhütungsmittel funktionieren. Und abends spät, wenn ich in meinem Bett bin, denke ich an Peter und auf Agnes Schüchterne, zärtliche Sehnen, dass wir uns nur noch nicht einzugestehen wagen. Zum Spaß möchte ich heute ein ganz alltägliches Gespräch zitieren zwischen Madame van Damme und ihrem Mann.
sie ihrem Mann. Warum werden wir von den Engländern nicht mehr bombardiert? Wahrscheinlich, weil heute das Wetter so schlecht ist. Dabei war gestern doch so wunderschönes Wetter. Ach, so hör doch auf und red nicht immer nur dasselbe. Warum, warum darf man hier keine Meinungen austauschen? Schluss jetzt, was heißt der Schluss jetzt? Halt's Maul, sei jetzt still, mein Gott, nochmal. Und ich glaube die Invasion und der Alliierte kommt nicht. Schluss jetzt, was heißt der Schluss jetzt? Was heißt der Schluss jetzt? Nun schweig und halt die Schnauze, zum Teufel mit dir. Es kommt der Tag, an dem ich es dir zeigen werde, dass die Höhen und See vergeht. Nicht zum Aushalten ist dieser Quatsch. Mit der Nase müsste man dich stoßen auf dein idiotisches Geschwätz. Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. Ich möchte zu dem Kapitel Vater und Mutter verstehen mich nicht kommen. 15. Juli 1944. Ich dampfe vor Wut und darf es nicht zeigen. Ich würde am liebsten mit den Füßen aufstampfen, schreien, Mutter gründlich durchschütteln, weinen und was weiß ich noch alles wegen der bösen Worte, der spöttischen Blicke, der Beschuldigungen, die mich jeden Tag aufs Neue treffen wie Pfeile von einem straff gespannten Bogen und die so schwer aus meinem Körper zu ziehen sind. Ich möchte Mutter, Margot, Van Dan, Dussel und auch meinen Vater anschreien. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich endlich mal eine Nacht schlafen, ohne dass mein Kissen nass von Tränen ist, meine Augen brennen und Schmerzen in meinen Kopf hämmern. Lasst mich weg, weg von allem, am liebsten weg von der Welt! Ich kann's nicht! Ich kann Ihnen meine Verzweiflung nicht zeigen. Ich kann Sie keinen Blick auf die Wunden werfen lassen, die Sie mir zufügen. Ich würde das Mitleid und den gutmütigen Spott nicht aushalten. Auch dann noch würde ich schreien müssen. Jeder findet mich übertrieben, wenn ich was sage. Lächerlich, wenn ich schweige. Frech, wenn ich eine Antwort gebe. Gerissen, wenn ich eine gute Idee habe. Faul, wenn ich müde bin. Egoistisch, wenn ich einen Bissen zu viel esse. Dumm, feige, berechnend und so weiter und so weiter. Den ganzen Tag höre ich nichts anderes, als dass ich ein unausstehlicher Fratz bin. Thank you.
Ins Lager wurde eingebrochen. Alle Türen und Schlösser waren unbeschädigt. Womöglich hatte der Dieb einen eigenen Schlüssel. Und wenn es nun einer von den Lagerleuten war, der uns jetzt anzeigt? Gestern abends spät, ich wollte gerade einschlafen, da sah ich plötzlich deutlich meine Freundin Liz, wie sie da vor mir stand, ganz ausgemergelt und entkräftet, in Lumpen. Trotz der Dunkelheit sah ich es genau, wie sehr sie abgemagert war. Ihre großen Augen, die schauten auf mich voller Vorwurf. Liz sah mich an, was wollte sie sagen? Anne, warum hast du mich verlassen? Ach so, hilf mir doch. Anne, rette mich aus dieser zurückkommt. Lieber Gott, hilf ihr, dass sie zu uns zurückkommt. Lieber Gott. Sagte mir, dass Zeitzeugen nach dem Krieg Romane und auch Tagebücher publizieren sollten. Stell dir vor, wie interessant, wenn ich herausgebe den Roman Das Hinterhaus. Alle würden denken, dieses sei ein Kriminalroman, nein, Kriminalroman. Wenn der Krieg vorbei ist, klingt es vielleicht gar nicht mehr glaubhaft, wenn erzählt wird, wenn erzählt wird, wie hier unser Leben war. Unten, da klopft es laut. Dann Stille. Und da wieder Lärm von unten. Im Haus Schritte, im Lager, in der Küche, in unserem Treppenhaus.
Atem an. Man hört nur das Klopfen, man hört nur das Klopfen von 7 Herzen. Schritte, Schritte auf unserer Treppe. Näher, näher, näher. Jemand rettet an unser Gehirn schreit. Und dann noch 2-mal Gerüttel. Gestapo-Leute standen vor dem Schrank und haben trotzdem nichts entdeckt. Nichts entdeckt. Also, 2 jüdische Nazi-Opfer sitzen auf einer Wolke und lachen. Kommt Gott vorbei und fragt neugierig, worüber lacht ihr denn? Sagt der eine. Über unsere Zeit in Auschwitz. Darauf Gott, aber das ist doch nicht zum Lachen. Darauf der andere, ach, das kannst du nicht verstehen, du warst ja nicht da. Ein Wunder, dass ich noch nicht jegliche Hoffnung verloren habe. Ich sehe, wie sich unsere Welt langsam verwandelt in eine tote Wüste. Ist noch das Gewitter mit ohne Gewalt und wird uns mit Sicherheit töten. Mir kommt es vor, als säßen wir auf dem letzten Flitschen blauen Himmels inmitten in finster thank you.
Du Engering, mach uns Platz. Lass uns hinaus in die Freiheit. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts. Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft: Stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr andern singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt's, seine Augen sind blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns,
Er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.